Er wird lebensfreundlicher, so wie es ausschaut. Haben wir schon die... Scheibenkleister, wir haben es nicht geschafft. Wir sind erst hier. So ein Müll. Oh, Moment doch. Glückwunsch, dass den T-Score dieses Planeten erhöht. Denke dran, dass auf einem T1-Planeten Leben möglich ist. Platziere Pflanzen, drei unterschiedliche Größen aus deinem Frachtraum, um die Stabilität des T-Scores zu erhöhen. Bist du zu langsam, sinkt der T-Score des Planeten. Du hast die Atmosphäre und die Temperatur stabilisiert, Dieb. Die platzierten Pflanzen sind nun ein Teil des Futternetzes. Dieser Planet ist nur bereit für tierisches Leben. Platziere Pflanzen und Fleischfresser. Kommt gleich. Was ist das? Pflanzenfresser, Pflanzenfresser, allesfresser. Hoppla. Ich glaube, die einen habe ich getötet. Spezies gibt es hier bereits, von mir aus. Ah, ich habe die ersten leider getötet, Entschuldigung. War nicht mit Absicht. Und wir haben tatsächlich den Planeten. Kolonien können auf jedem Planeten angelegt werden. Vom kargen Mond bis zur blühenden Terrascore. Drei Oase. Ertragreiche Kolonienförderung Gewürze, das gehandelt werden kann. Jetzt kommen wir auch mal vorwärts. Oh Gott. Du hast eine Reihe des Ökosystems vollständig hergestellt. Wenn du schon eine Kolonie auf diesem Planeten gegründet hast, kannst du nun mit einem Klick auf das Rathaus Gebäude hinzufügen. Möchtest du weitere Kolonien hinzufügen, verbessern T-Score und vervollständige das Futternetz. Möchtest du ein Tier im Radar folgen? Blablabla. Die haben sich aber schnell vermehrt. So, jetzt können wir hier tatsächlich auch was bauen. Was ist das? Nehme ich wieder vorgefertigte Sachen. Ich glaube, ich fange mal mit einer Fabrik an, einfach nur, weil ich Geld brauche. Was haben wir denn hier in dem Spore? Bearbeiten, fortsetzen. Hier müssen wir hin. Maxis hat Arkologie-Arbeitsplätze. Spaßfabriken. Florschabrik. Ah ja. Nimm mal die Chlorfabriken. Ja, die sieht gut aus. Unterhaltung, gleiches Spiel. Nämlich auch wieder vorgefertigtes. Eigentlich müsste ich wieder einen Biobaumarkt nehmen, aber ich möchte hier was anderes. Das Cyberschloss sieht doch sehr modern aus. Ja, hier so schön kann man sich schon hinstellen. Das Ding dreht sich. Wenn man ihn nicht leiden kann, dann lässt man ihn einfach aufspießen. Kein Problem. Da lacht das Herz. So, was hat den Maxis hier anzubieten? Das erinnert mich an, der Clue 2. Kennt das Spiel noch jemand? Schönes Spiel. Werde ich vielleicht auch noch Let's Playen, wenn ich es zum Laufen kriege. Gerade habe ich ja noch tierische Probleme damit mit meinem Emulator, den ich gerade habe. Kaktusbau. Koloniale Kuh. Das sieht doch... Sieht futuristisch aus. Ja, das kann man nehmen. Das sieht aus, als ob da viele Leute reinpassen. So. Gewürzproduktion, wenn sie neben Häusern platziert werden. Gleichzeitig senken sie allerdings die Zufriedenheit, vor allem neben Unterhaltungsgebäuden. Okay, dann sind sie halt ein bisschen unzufrieden.
Füge ein Gebäude hinzu, um deine Kolonie durch ein Upgrade zu verbessern. Kehre zu deinem Heimatplaneten zurück. Machen wir. Ich glaube, wenn ich das wirklich nochmal spiele, dann weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Dann wird es nicht so ewig lange dauern, bis ich hier irgendwas auf die Reihe kriege. Ach. Ich krieg's ja nicht mal hin, die richtige Taste zu drücken. Hurra! So, sehr gute Arbeit. Der Planetios ist jetzt wohl temperiert und wunderschön. Meine Großeltern wollten dort sogar ein Ferienhaus für den Winter. Da gibt's nur eine Fabrik. Hier als Zeichen unserer Wertschätzung 10.000 Spore-Dollars. Ich würde gerne über das anderes reden. Ja. Aufladen natürlich. Bereits Arbeit, Kapitän, dann schauen wir mal, was wir dich haben. Ich möchte noch mehr erfahren. Irgendwelche hilfreichen Vorschläge vielleicht? Du bist dazu bereit, im mächtigen Reich der Reich vergrößern. Haben wir mehr Möglichkeiten? Anfangen auf einem unbewohnten Planeten, dann können Sie direkt. Wir können auf einem anderen Planeten ein anderes Reich, eine Handelsroute errichten und das fremde System am Ende kaufen. Handelsroute. Wir müssen ein anderes Reich finden, mit dem wir Handel treiben können. Suche ein Reich, mit dem wir eine Handelsroute errichten können. Beim Abschluss der Mission erhältst du 20.000 Spore-Dollars. Wie mache ich das? Mache ein Reich ausfindig, das Beziehungen unterhält, etabliere die Kreuzstrecken, Videokommunikation und Diplomatie in eine Handelsroute. Dann los, auf zum Gewürzhandel. Wir wussten, dass wir auf dich zählen können. Sobald du eine Handelsroute eingerichtet hast, werden unsere Erträge steigen und unsere Beziehungen nach draußen werden sich verbessern. Eines noch. Was? Du hast jetzt... Ey, der hat die Sachen verkauft, die ich mir gegeben habe. Der hat nichts mehr, was ich bräuchte. Leb wohl! Oh, verkaufen wir erstmal wieder alles, was wir haben. Kann man die Zeit hier eigentlich irgendwie beschleunigen? Das Licht deines Spezies wird also nicht ausge... Ja, ich hab dich auch lieb. Leb wohl. Wie stehen die gerade zu uns? 13. Wir misstrauen Fremden deine abgelehnte Mission. Ja, okay, das sinkt ja langsam. Dein Handel, du hast dich vorgestellt. Super, macht deine Geschenke. Geschenke, also die mögen uns langsam weniger. Ich brauche einfach mehr Geld. Oh, da war ich auch noch nicht. Gehen wir gleich mal hin. Mal sehen, was wir hier finden werden. Eine Falle, wie nett. Piu, 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 piu. Piu, piu. Und Schuss frei und Schuss, Schuss sag ich. Schuss und das war's schon wieder. Ja. Für die wird uns erhalten. Schön und gut. Ach, ich habe das auch ein... Sorry, ich muss immer kurz was tun, denn der Raum kühlt aus und das ist nicht gut für den. Ach, da liegt was. Meins. Oh, das nehme ich gerne. Oh, was können wir denn noch erforschen? Den da. Ich muss einfach die irgendwas tun in der Zeit. Alles unbeansprucht. Auf eine Sonne möchte ich auch nicht landen. Ich muss auch langsam wieder zurück. Mir geht die Energie aus. Besetzt. Achso, aber die sind noch zu... Welche Phase sind die? Steinzeitphase. Ah, ein bisschen Energie haben wir ja noch.
Zivilisationsphase. Zum Glück sind die Piraten nicht so stark. Da ist es. Ja, ich sehe es ja, verdammt. Urzeitliche Urne der Spork gefunden. Was ist eigentlich, wenn die Energie alle ist? Haben wir dann verloren? Ich möchte es eigentlich nicht rausfinden unbedingt. Steinzeitphase anscheinend nur. Der Hirschmann. Sowas wie der Hummermensch. Von XCOM. Ich glaube, wir kommen nicht mehr zurück. Unbeansprucht, unbeansprucht. Wieso kann ich nicht so... Warum kann ich nicht so weit fliegen? Ich verstehe das nicht. Ich muss hier 100.000 Umwege immer nehmen. Okay, ausnahmsweise... Lade ich die Energie mal hier auf. Halt, da ist was. Anscheinend kommen die Dinger immer wieder. Interessant. Das Schiff hat ein ungewöhnliches Scansignatur gekauft. Sie haben so etwas noch nie gesehen. Ein abgestürztes Raumschiff wahrscheinlich wieder. Ein Haus? Eine Planet... Ein Planetenformwerkzeug. Erstelle damit einzigartig Planeten. Ja, die haben kaum noch Energie, ich weiß. Achso, ich war zu weit oben, natürlich. Limonaden. Was? Ein Limonadenmeer. Fährt gewässert Planeten gelb. Ach so, schade. Ich dachte, es ist irgendwas Besonderes, Cooles. So ein Mist. Ja, ich brauche Energie. Schön, dich zu sehen. 13.000. Geht das auch billiger? Ui! Weißt du was? Die darfst du auf mir aus haben. Dann handeln? Oh! Die misstrauen fremden, das finde ich irgendwie blöd, dass sie mir immer noch misstrauen. Ich bemühe mich wirklich hier. Wieso kann ich da nicht hin? Die sind aufgestiegen. Ja, bla bla bla. Was hast du denn für uns? Schlafmittel. 5000. Oh, ich weiß nicht. Soll ich es wagen, einmal kaufen? Hä? Wer ist da? Keine Anwälte? Oh, du schon wieder. Das mag mich nicht. Dann kann ich dich auch nicht mehr leiden. Ich kauf mal eins. 5-2. Ja, nur weil ich wissen will, ob ich das gewinnbringend verkaufen kann. So. 13, oh, das ist ja toll. Geil.